Der Wunsch nach einer medizinischen Fakultät an der Universität Passau ist in den letzten Wochen wieder verstärkt in den Fokus gerückt. Die Mitglieder der Stadtratsfraktionen von CSU und SPD haben sich diesbezüglich bereits vor einiger Zeit mit Anträgen an Passaus Oberbürgermeister Jürgen Dupper gewandt. Es gab im Vorfeld einige Initiativen, die eine vom Hartmann-Bund, die andere des Stadtratskollegen Christian Fliesek, der gesagt hat, der Stadtrat von Passau möge sich beschäftigen mit dem Thema medizinische Fakultät. Und ebenso hat dann die CSU-Fraktion noch einen Antrag gestellt, auch in dieselbe Richtung, dass man sich doch da mit befassen soll und dass man auch irgendwie Strukturen finden möge, wo man da arbeiten können. Im Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 11. Juni 2018 heißt es: Die Verwaltung der Stadt Passau wird beauftragt, ergebnisoffen zu prüfen, ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen die universitäre medizinische Ausbildung und Forschung am Klinikum Passau über die bereits bestehenden Ansätze hinaus intensiviert werden kann. Dabei soll auch die Möglichkeit der Umwandlung des Klinikums in eine Universitätsklinik geprüft werden. Im Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 24. September 2018 heißt es: Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, welchen konkreten Beitrag die Stadt Passau leisten könnte. Das heißt, ob und gegebenenfalls wie notwendige Infrastruktur geschaffen werden kann, insbesondere welche Gebäude zur Verfügung gestellt werden können, die für eine medizinische Ausbildung benötigt werden. Zugleich regt die CSU-Fraktion die Bildung eines Gremiums an, dem nicht nur Stadtentwickler sowie Vertreter von Universität und Klinikum angehören, sondern wegen der überregionalen Bedeutung auch die örtlich zuständigen Abgeordneten. Wir haben daraufhin einen einstimmigen Beschluss im Stadtrat gekriegt und sind wir jetzt dabei, eine Arbeitsgruppe zusammenzustellen. Wir haben ein bisschen warten müssen, weil wir brauchen unbedingt das Wissenschaftsministerium, das Bayerische. Und da haben wir jetzt mal warten müssen, wer Wissenschaftsminister wird. Das wissen wir jetzt, sind wir auch ganz froh mit dem. Und jetzt da können wir dann diese Arbeitsgruppe zum Laufen bringen und die soll einmal ausloten, wie man denn sowas angeht und dass wir nicht von Haus aus die ersten Fehler machen. Das ist jetzt einmal der nächste Schritt. Und ich glaube, diese Arbeitsgruppe oder dieses Treffen von den Leuten, die man halt einfach braucht, die müssen dann auch ein bisschen so einen Zeitplan ein wenig festlegen, damit wir ein bisschen was an der Hand haben, wie wir denn so ein großes, für uns auch nicht alltägliches Thema angehen. Auch an der Universität Passau selbst sorgt dieses Thema derzeit unter den Verantwortlichen natürlich für viel Gesprächsstoff. Wir haben uns ganz grundsätzlich in dem Beirat der erweiterten Universitätsleitung und im Universitätsrat über die Chancen einer medizinischen Fakultät an der Universität Passau unterhalten. Uns ist vollkommen klar, das ist ein Projekt für die nächsten 10 bis 20 Jahre. Es ist völlig klar, es bedeutet eine komplette Restrukturierung der Universität Passau. Damit sind auch Risiken verbunden, die bedacht sein werden. Es bedeutet, dass wir an dem jetzigen Standort eine Medizinfakultät nicht aufbauen können, sondern dass wir uns eine Fläche in der Region erschließen müssen, die groß genug ist, eine medizinische Fakultät aufzunehmen. Und es bedeutet quasi eine Umwälzung für die Universität Passau, aber auch für die ganze Stadt und Region Passau. Wir sind erstmal dabei, uns diesem Gedanken überhaupt anzunähern, mit den Akteuren von Stadt und Land ins Gespräch zu gehen. Und wir sind hier noch in einer ganz, ganz, ganz frühen konzeptionellen Phase, deren Ausgang auch offen ist. Es bleibt also noch ein sehr langer Weg, bis bezüglich einer medizinischen Fakultät in Passau überhaupt konkrete Aussagen getroffen werden können. Was letztendlich wirklich bei diesem großen Projekt herauskommt, steht wohl noch in den Sternen. Jetzt heißt es erst einmal abwarten.